Alles so wird Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Muddathir: Niemand kennt die Herrscharen deines Herrn außer ihn selbst. Aber dies ist nur eine Erinnerung für die Menschen. Wahrlich, der Herr segensreich und erhaben ist er. Wenn er manche seiner Diener auf die Probe stellen will, stellt er sie durch ebenbürtige Diener auf die Probe. Allah sagte: Wenn Allah wollte, hätte er alleine über sie gesiegt. Aber er will, dass die einen die anderen auf die Probe stellen. Wenn Allah wollte, brauchte er nicht dich schicken, o Gesandter Allahs, um gegen deine Feinde vorzugehen. Allah hätte das alleine machen können. Aber Allah subhanahu wa ta'ala's Weisheit erfordert, dass er die einen durch die anderen prüft. Und genauso, wenn er zornig subhanahu wa ta'ala, sehen seine Strafen verschiedenartig aus. Er sagte im Koran, Surat al-Ankabut, im 40. Vers sinngemäß: Jeden von ihnen haben wir gemäß ihrer Sünden geschnappt oder ergriffen. Manche von ihnen haben wir auf sie einen Steinregen entsandt. Andere von ihnen haben wir durch einen Schrei vernichtet. Andere von ihnen haben wir in der Erde versickern lassen und andere wiederum haben wir ertrinken lassen. Aber bei all dem war Allah ihnen gegenüber niemals ungerecht, sondern sie haben sich selbst Unrecht zugefügt. Bei Allah, wie geduldig ist er, subhanahu wa ta'ala. Die meisten Menschen, o Gesandter Allah, so sagt Allah im Koran sinngemäß, o Gesandter Allah, selbst wenn du dir noch so viel Mühe geben würdest, so werden die meisten Menschen nicht glauben. Und unter denjenigen Menschen, die glauben, diejenigen, die an Allah glauben, die meisten von ihnen gesellen ihm andere bei. Und wie viele Menschen beleidigen den Herrn? Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem heiligen Hadith: Der Sohn Adams bezichtigt mich der Lüge und das steht ihm nicht zu. Und ebenso beleidigt er mich und auch dies steht ihm nicht zu. Was seine Bezichtigung der Lüge mir gegenüber angeht, so behauptet er, dass ich ihn nicht wieder zum Leben auferwecke, wie er vor seinem Tod gewesen war. Und was seine Beleidigung mir gegenüber angeht, so dass er mir Kinder zuschreibt. Gepriesen sei ich, hoch erhaben bin ich darüber, dass ich eine Gefährtin hätte oder ein Kind. Diese Hadith befindet sich in Sahih al-Bukhari. Wollen wir uns nicht Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber vorsichtig verhalten? Wie kann es sein, dass wir seine Gunsterweisungen, die er uns schenkt, nutzen, um gegenüber zu sündigen? In den heutigen Tagen hat Allah subhanahu wa ta'ala weder einen vernichtenden Schrei zu den Menschen entsandt, sowie zu dem Thamud und dem Volk von Madian. Noch hat Allah subhanahu wa ta'ala einen bitter eiskalten Wind entsandt, 7 Nächte lang und 8 Tage lang, wie auf die Ad. Noch hat Allah subhanahu wa ta'ala das Wasser über die Ufern fließen lassen, wie in Bezug auf das Volk von Nuh alayhi salam. Noch hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel entsandt, der den unteren Teil der Stadt zum oberen machte und umgekehrt und auf sie einen Regen voller Steine entsandte, wie zum Volk von Lut. Sondern es war diesmal eine Herrschar von deinem Herrn, die du nicht einmal mit deinem bloßen Auge sehen kannst. Warum? Damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat. Allah hat dadurch die Länder in Bewegung gesetzt, die Gesundheitsminister, Krisenstäbe, Wirtschaft wird zerstört. Selbst in dem Land mit der größten menschlichen Bevölkerung
Städte werden unter Quarantäne gestellt aufgrund von Herrschern, die man nicht sehen kann. Leute können die Städte nicht verlassen und weder hineingehen noch hinausgehen. All dies als Bestätigung für die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wenn ihr von solch einer Sache an einem Ort hört, dann geht weder dort hinein, und wenn es sich in einem Ort abspielt, in dem ihr euch befindet, dann verlasst diese Stadt nicht, indem ihr davon versucht zu fliehen. Dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und wir lesen in den Zeitungen und wir hören in den Nachrichten, was die Leute über diesen Virus sagen und schreiben und wie sie analysieren. Aber wo ist Allah in ihrem Gerede? Sie reden über die Anzahl der Leute, die infiziert worden sind. Und sie reden darüber, ab wann man Versammlungen verbieten soll. Aber wo ist Allah bei dem ganzen Gerede? Sie reden darüber, wann es einen Impfstoff gibt. Und sie reden darüber, ob dieser schlimmer ist als der SARS-Virus vor einigen Jahren. Aber wo ist Allah? Sie reden darüber, wo dieser Virus sich zum ersten Mal verbreitet hat. Aber sie reden nicht darüber, warum er sich dort verbreitet hat. Und sie reden nicht darüber, weswegen Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache bestimmt hat, wie auch jedes andere Heil und Schlechte bestimmt hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat alles bestimmt. Und die Antwort: Allah. Allah ist dabei, uns zu beobachten, wie wir mit diesen Sachen umgehen. Wir fürchten uns vor einer Katastrophe und vor einer Krankheit, vor einem Tod, obwohl wir Gewissheit in uns haben, dass kein einziger von uns Anwesenden hier noch Abwesenden diesem Tod entkommen wird. Oder hat jemand gedacht, dass er, wenn er diesem Virus entkommt, dem Tod entkommen wird? Wallahi, wenn ein Mensch entkommen würde, dann wäre es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagen, es ist eine Vermutung, es hätte sich verbreitet durch Wildtiere, die auf einem Markt verkauft wurden und wo wir wissen, dass man diese Tiere nicht essen darf. Was für eine einfache Regel von unserem Herrn. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot das Essen von Tieren, die Reißzähne haben, und dazu darunter fallen die Hunde, darunter fallen die Leoparden, darunter fallen Tiger und die ganzen wilden Tiere. Und ebenso jeden Vogel mit diesen Greifpfoten, oder wie man sie heißt. Darunter fallen Adler, darunter fallen viele Vögel, und darunter, unter diesen Verboten fallen auch Schlangen, die dort verkauft werden, darunter diesen Verboten fallen Fledermäuse, die dort verkauft werden und gegessen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nur eine Anordnung Allahs, die man hier missachtet hat. Und das ist eine Herrscher unseres Herrn. Wie sieht es aus, wenn Allah zwei schickt? Wie sieht es aus, wenn Allah drei schickt? Liebe Geschwister, dass Krankheiten, die sich verbreiten, Seuchen und ähnliches, sind nichts Neues. Und das ist es, was wir verstehen sollten. Es ist keine Neuheit. Es ist vielleicht eine Neuheit für unser einer, der etwas durchlebt, was er vorher nicht durchlebt hat. Aber es ist in der Geschichte der Menschheit nichts Neues. Es hat Völker vor uns getroffen. Und deswegen lasst uns doch bitte nicht sein wie diejenigen Menschen, über die Allah im folgenden Vers gesagt hat: Wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen die Menschen spurlos vorbeigehen und sich davon abwenden. Die Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala in den Himmeln und auf Erden sendet, sind immer Zeichen, die auf seine Macht hinweisen, die immer auf seine Existenz hinweisen, die auf sein Wirken hinweisen, die auf seine Göttlichkeit, seine Herrschaft hinweisen. Aber viele Menschen, sie sehen diese Zeichen, aber sie profitieren nicht davon. Ja, sie gehen der Sache nicht auf den Grund. Und deswegen möchten wir, inshallah, über einige Punkte sprechen. Und diese Art von Seuchen wird es auch in Zukunft noch geben.
damit man auch schon darauf vorbereitet ist, denn dies ist sogar eines der Zeichen des jüngsten Tages, als Auf ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt 6 Zeichen, die vor dem jüngsten Tag eintreffen werden. Und dazu sagte er, erstens, mein Tod. Sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, die Befreiung von Jerusalem. Und drittens, sagt er eben, Mutan. Und Mutan bedeutet, liebe Geschwister, kommt vom Wort Maut im Arabischen. Gemeint ist eben, dass sich der Tod aufgrund einer Krankheit so schnell ausbreitet wie bei manchen Vieh, also bei manchen Tierherden, die dahin gerafft werden. Und man nicht weiß warum, aber es ist eine Krankheit, die sich ausgebreitet hat. Ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem weiteren Hadith, betonte er das noch einmal, dass diese Sachen zu den Zeichen des jüngsten Tages gehören. Der Hadith findet sich im Hadith von Imam al-Bukhari und anderswo, rahimahullah ta'ala. Es gibt noch ein paar andere Punkte, auf die ich in der zweiten Khutbah eingehen möchte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Astaghfirullah al-Azima, astaghfirullah al-Azima li wa lakum, fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Meine lieben Geschwister, wie ich gesagt habe, möchte ich über ein paar Punkte reden, der Wichtigkeit halber. Der erste Punkt ist, dass wir gesagt haben, wir kommen zum zweiten Punkt direkt, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei der Verbreitung von Krankheiten und Seuchen, dahinter stecken viele Weisheiten. Und dazu gehört, dass wenn so etwas den gläubigen Menschen trifft und er dabei geduldig ist, dann ist es gut für ihn. Dann ist es besser für ihn, als hätte es ihn nicht getroffen. Und es erhöht ihn um Rangstufen und es löscht und tilgt seine Sünden. Aber trifft es dich, um dich zu erhöhen, oder trifft es dich, um deine Sünden zu verringern? Du kennst dich am besten und du weißt, was du vorausgeschickt und zurückgestellt hast an Taten. Was aber denjenigen Menschen angeht, der nicht an Allah glaubt und der nicht an das Jenseits glaubt, ist es für ihn eine Strafe. Eine kleine Strafe vor der großen, aber nicht der Strafe willen, sondern, wie Allah sagte, auf dass sie umkehren mögen. Das soll den Menschen aufwecken. Es soll den Menschen erinnern daran, es gibt einen Gott. Es gibt jemanden, der das alles erschaffen hat, der das alles leitet und lenkt und organisiert. Und es ist eine Art, sozusagen, Beweiskraft dafür, dass jemand nachher nicht sagen kann, ich habe nicht gewusst, dass es den Gott gibt. Drittens, die Menschen sind die Ursache für jedes Übel. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah 30, Vers 41, das Unheil ist auf dem Festland und auf dem Meer sichtbar geworden aufgrund dessen, was die Menschen erworben haben. Damit er ihnen einen Teil dessen kosten lasse, was sie getan haben. Damit sie umkehren mögen. Viertens, dies stärkt die Aqida des Gläubigen an die göttliche Vorherbestimmung, Al-Qada, und an den Willen Allahs. Und dass er alles vorbestimmt hat. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt keine Krankheitsübertragung. Dann sagte ein Araber, aber das kann ein Beduine, aber das kann doch nicht sein, o Gesandter Allahs. Wenn ich habe Kamele, wenn die gesund sind, sind sie so flink wie Gazellen. Aber kommt dann ein krankes, ein krätziges Kamel dazu, dann überträgt sich diese Krätze, also die Krankheit, auf die anderen ebenfalls. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wer hat dann das erste Kamel angesteckt? Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, es gibt keine Ansteckung. Ansteckung gibt es, aber das ist durch den Willen Allahs bedingt. Und wie viele gesunde Menschen gehen an kranken Menschen vorbei und werden nicht krank? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O ihr Menschen, es gibt nichts, das euch dem Paradies nähert und euch vom Höllenfeuer entfernt, ohne dass ich euch das angeordnet hätte. Und es gibt auch nichts, das euch dem Höllenfeuer nähert und euch vom Paradiesgarten entfernt, ohne dass ich es euch verboten hätte. Wahrlich,
Die reine Seele, die vertrauenswürdige Seele Jibril hat mir eingegeben, dass kein Mensch sterben wird, bevor er seine Versorgung komplett atmet, sein Risk komplett atmet. Fünftens, du möchtest dich schützen vor einem Unheil, schütze dich vor diesem und vor anderem. Allahs Prophet sallallahu alaihi wasallam bracht uns ein Bittgebet bei dem man morgens und abends dreimal sprechen soll mit dem Namen Allahs, durch dessen Namen einem nichts schaden kann, weder auf der Erde noch im Himmel, und er ist der Allhörende und der Allwissende. Wenn man dies sagt dreimal morgens und abends, schützt es einen vor jedem Übel. Sechstens, wie geht man um mit solchen Angelegenheiten, wenn sie einen getroffen haben? Ich gebe euch ein Beispiel von dem berühmten Richter Shuraih rahimahullah, der zur Zeit von Umar radiallahu anhu Richter war der Muslime. Er sagte, wenn mich ein Unheil trifft, lobpreise ich Allah viermal. Erstens dafür, dass er mich nicht mit einem noch schlimmeren Unheil getroffen hat. Zweitens, dass er mir die Geduld gegeben hat, dass er mir den Rest gegeben hat, geduldig zu sein gegenüber dieser Angelegenheit. Drittens, dass er mir den Erfolg verliehen hat, zu sagen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das sagt der Rechtgeleitete im ersten Augenblick, wenn jemand was Schlechtes offen hat. Und viertens sagt, und das ist das Entscheidende, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich nicht geprüft hat in Bezug auf meine Religion. Meine lieben Geschwister, jede Katastrophe, die dich heimsucht, die nichts mit deinem Islam zu tun hat, ist gar kein Problem. Aber heutzutage findest du Geschwister, die nicht einmal ihr Fajr-Gebet zur richtigen Zeit heute verrichtet haben und die überhaupt nicht besorgt sind, obwohl das eine viel schlimmere Sache ist. Wenn der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, wer sein Asr-Gebet verpasst, für den ist es so am Tag der Auferstehung, wie wenn er in diesem Leben plötzlich seine Familie und sein gesamtes Hab und Gut verliert. Das ist ein Gebet. Das ist nichts, der Coronavirus, gar nichts. Meine lieben Geschwister, was unsere Moschee angeht, so handeln wir gemäß dem, was Allah sagt. Allah sagte, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Das heißt, fragt die Leute, die sich auskennen, die Leute des Koran, und das bedeutet, in der Schlussfolgerung, dass man in jedem Gebiet die Experten fragt. Und auch wir folgen nicht irgendwelchen Sachen, die weitergeleitet werden über WhatsApp oder wie auch immer. Denn heutzutage werden wir wirklich geprüft durch solche Sachen. Sondern wir schauen, was das Gesundheitsministerium anordnet. Wenn das Gesundheitsministerium in einer Stadt anordnet, die Kitas zu schließen und die Schulen zu schließen und die Kindergärten und ähnliches, und Versammlungen zum Beispiel ab 100, 200, 300 Leuten, und wir fallen darunter, dann werden wir das Gleiche machen, in Bezug auf das Freitagsgebet oder anderes. Und ein Ratschlag auch an jeden Bruder, das gilt für jetzt und für die Zukunft, für alle Krankheiten: wenn ein Mensch merkt, dass er krank ist, dann soll er zu Hause bleiben. Warum muss er nicht jeden Menschen auf die Probe stellen? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn du Knoblauch gegessen hast oder Zwiebel gegessen hast, sollst du nicht in die Moschee kommen, weil das die Engel kränkt, und die Engel werden durch die gleichen Sachen gekränkt wie die Menschen. Wenn das für Zigaretten gilt und für Knoblauch und Zwiebel, dann erst recht für Krankheiten, die als ansteckend gelten. Und der letzte Ratschlag an mich und euch ist, dass man aufpasst und nicht jeder Sache Glauben schenkt, die man links und rechts hört, sondern versucht immer zu der ursprünglichen Quelle zu gehen. Es gibt auch Verschwörungstheoretiker in der heutigen Zeit, viele, die Videos machen und Audios machen und Texte schreiben, und nicht alles, was sie sagen, ist wahr. Ich möchte auf eine Sache hinweisen, liebe Geschwister, dass vielleicht haben manche von euch gemerkt, dass die Polizei an diesen Tagen, nicht nur heute, sondern auch an den vergangenen Tagen, Streife fährt in der Gegend. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, das Polizeirevier aus Eppelheim beziehungsweise Mannheim getroffen hat. Hat nichts speziell mit unserer Moschee zu tun, sondern das machen sie bei allen islamischen Einrichtungen aufgrund der Gefahren, aufgrund dessen, was geschehen ist vor einer guten Woche in Hanau. Möge Allah unseren Brüdern barmherzig sein.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Es Allah subhanahu wa ta'ala die Asma'i al-Husna und Sifat al-Ula entqabbala minna mikum salih al-A'mal. Es Allah subhanahu wa ta'ala yaghfira lana dhunubana wa yukaffira anna sayyatina wa yahfadha jami'a al-Muslimin wa yashfiya jami'a marda al-Muslimin. Es Allah subhanahu wa ta'ala yarfa anna al-Waba. Es Allah subhanahu wa ta'ala yarfa anna al-Bala. Es Allah subhanahu wa ta'ala fi Asma'i al-Husna wa Sifat al-Ula an yarzuqana tawbatan nasuh. اللهم إنا نستغفرك لما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها علانيها وسرها. اللهم إنا قصرنا في حقك. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع موتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.